Da bin ich also doch nochmal für euch, liebe Freunde. Und natürlich gab es einen dritten Tag. Und natürlich konnte ich es nicht sein lassen, auch an diesem Tag in den verschiedenen Plattenläden zu stöbern. Vier waren es an der Zahl. In einem wollte ich gar nicht filmen, durfte ich auch gar nicht. War ein bisschen grummelig, der Besitzer war auch überhaupt nicht meine Musik. Ich finde, da habt ihr nichts verpasst. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich habe drei ganz, ganz tolle Plattenläden nochmal besucht und nochmal paar coole Sachen für mich gefunden. Keine wahnsinnig großen Schätze. Aber ihr habt den Eindruck gewonnen, bis in Paris, paar schöne Bilder mitgenommen, bisschen Sightseeing, mal abseits von den normalen, spektakulären Sachen, die es da gibt. Lasst uns direkt anfangen, denn das Wichtige, weswegen ihr hier seid, sind natürlich die Schallplatten und die drei Läden. Die habt ihr im Vorfeld bisschen gesehen. Der erste ist ein reiner Beatladen, Hip-Hop, House, Rap, Music, alles, was so ein bisschen beatlastiger ist, ist da komplett vertreten. Sehr, sehr cool ausgestatteter Laden. Auch mit ein bisschen Elektronik, Vintage dabei. Das war die Music Avenue Paris. Wirklich cooler kleiner Laden. Musste ich mich beraten lassen. Ich habe zwei Sachen mitgenommen, zwei Sachen für mich entdeckt und gefunden. Einmal, weil es so wunderbar gepasst hat, und zwar In Transit mit Atma oder Atma mit Transit. Und das ist ein reiner Coverkauf. Ich bin in Paris in einem Plattenladen und wenn man so ein Cover sieht, finde ich, muss man zugreifen. In Transit und Atma, irgendwie die beiden Begriffe sagen mir etwas. Zusammen in Verbindung auf keinen Fall. Ich habe das Cover oder diese Verbindung noch gar nicht gesehen, noch gar nicht gekannt. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was das ist, was für Musik das ist. Aber allein als Erinnerung an diesen Paris-Trip, diese wunderbaren 3 Tage, ihr konntet das über die letzten Wochen mitverfolgen. Musste das mit. Ich freue mich darauf, mal was Neues zu entdecken. Und dann habe ich gesagt, so Freund, jetzt, wenn es eine Rap-Platte gibt, französische Rap, Hip-Hop, Beat-Geschichte, gerne auch ein bisschen Jazzy, was würdest du empfehlen? Da hat ein paar Platten rausgesucht, aber hängen geblieben ist es bei Pete Flux und Parental. Ein New Yorker DJ, Beatmaker und ein französischer. Ich sage, wenn eine Platte, dann die. Würde mir auf jeden Fall gefallen. Da hat es so ein bisschen so in die Richtung angespielt. Ich habe da auch nicht reingehört. Aber das ist wohl das oder mit das neueste Werk der beiden. Die haben mehrere Scheiben draußen. Und ja, da ich gerne mal Beatmusik und Hip-Hop auch durchaus gerne höre. Besonders wenn sie frisch ist und was anderes. Und ich mag die französische Sprache sehr gerne. Besonders in Songs ist diese Platte. Pete Flux and Parental Infinite Growth. Vielleicht sogar genau das Richtige. Sieht nach einer ziemlich dicken Pressung aus, ist aber nur eine Platte. 12 Titel, 6 Minuten auch mal, 5 Minuten. Also ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ja, was da kommt, ich glaube, ich mache nochmal ein Video mit den ganzen Reviews der Alben, die ich gekauft habe, zumindest die ich nicht kannte. Was haltet ihr davon? Schreibt sie doch gerne einfach in die Kommentare unter den Videos, ob ich da nochmal so ein Paris Vinyl Special machen soll mit den ganzen Alben und die ein bisschen vorzustellen, was ich da alles so entdeckt habe für mich. Weiter ging's in einen Laden, der. Was soll ich sagen? Der war anders. Der war anders. Ihr habt das gesehen. La Silence de la Rue oder so ähnlich. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Es war aber alles so voll. Also meistens Neuware. 99% Neuware. Es gab so, überall gab es diese Plastiktüten. Jetzt war durchsichtig. Somit kann jeder sehen, was man in einem Plattenladen kauft. Ich habe auch mit euch wiederum nicht diggen können. Denn es war so voll. Die Plattenregale waren zum Bersten voll. Man hat Mühe gehabt, ein Album überhaupt rauszuziehen. Von Dicken oder Durchstöbern überhaupt keine Spur. Man hätte 10, 20 Zentimeter rausnehmen müssen, um dann anfangen zu gucken. Und das wäre wiederum sehr, sehr schwierig geworden, das zu machen. Ich hatte auch ganz ehrlich keine Lust darauf. Es waren 99% Neuware.
Ich habe mich ein paar Minuten aufgehalten, nicht allzu viel gefilmt. Der Besitzer war nur am Telefon. Alles gut, alles kein Problem. Aber es war nicht so. Es ist ein sehr, sehr berühmter Laden wohl, aber nicht so meins. Trotzdem habe ich was gefunden. Ich freue mich, nämlich zwei coole Scheiben für den Laden. Wird immer gekauft. Hotel California und einmal Guns N' Roses. Zustand ist okay, sehr staubig. Ich muss da mal gucken, nachdem ich die gewaschen habe, was ich damit alles anfangen kann, ob ich die in den Laden stellen kann. Aber für den Preis habe ich sie mitnehmen müssen, auf jeden Fall. Und was ich gefunden habe, was für ein Album ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit schon habe, habe ich auf CD noch, ach du lieber Himmel, vor drei Häusern habe ich gewohnt, habe ich auf CD gekauft, da war mein Sohn noch klein. Und jetzt per Zufall in dem Regal, in ein, wo man ein bisschen die Platten 3, 4 Zentimeter hin und her bewegen konnte, habe ich entdeckt Thom Yorke, The Eraser. Und ich liebe dieses Album. Auch das ist schon offen. Es lief hier schon dreimal. Ein sensationelles Elektro-Alternative-Album. Typisch Thom Yorke. Thom Yorke ist von Radiohead. Und wenn der losgelassen und spielen darf, da kommt so ein Album bei rum. Ich finde danach unerreicht. Und das ist ein Album, das altert einfach nicht. Man kann es immer wieder hören. Ich glaube, vor 2007, 2006, irgendwie so. Heute genauso aktuell wie damals. Es ist null und ich glaube, in 20 Jahren wird man diesem Album das Alte auch nicht anhören. Ein fantastisches Album als Anspieltipp. Auf jeden Fall Black Swan. Atoms for Peace. Harrow Downhill ist ein wunderbarer Titel. Also eigentlich komplett. Ihr müsst das Album komplett hören. Wahrscheinlich kennen es die meisten. Thom Yorke, The Eraser. Das habe ich da gefunden. Und da ich es nur auf CD habe, musste das als Neupressung auch mit. Habe ich mich trotzdem gefreut. So habe ich in jedem Plattenladen, bis auf diesen einen, überhaupt nicht meine Musik war, immer was gefunden, immer was mitgenommen. Sehr, sehr coole Geschichte. Und dann kam für den dritten Tag das absolute Highlight, nämlich der älteste Laden in Paris. Ich blende euch das unten alles ein, wie der heißt. Ich habe das nämlich schon wieder fast vergessen. Man wird von einem wunderbaren, typisch Pariser, wunderbar angezogen, empfangen. Mit einem Wortschwall empfängt er sofort auf Französisch, bestimmt eine halbe Minute, bis man sagt, halt, sorry, I don't understand. Wechselt er ins wunderbare Englisch. Man konnte sich perfekt unterhalten. Einer der Lieblingsläden von Diana Krall, immer wenn sie in Paris ist. Absolutes Chaos. Ihr habt es auf dem Video gesehen. Absolutes Chaos. Platten immer Vinyl im perfekten Zustand. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Cooler Typ. Wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten über Diana Krall, über gutes Essen in Frankreich. Über Süßigkeiten, eine Liste mit drei besten Patisserien. Meister hat er mir gegeben, wo ich unbedingt hin muss. Also absolut genialer Laden, genauso wie ich es mag. Allerdings Chaos, war ein bisschen am Umräumen. Also es ist nur dieses Genie beherrscht dieses Chaos. Aber ich habe coole Sachen gefunden, Sachen, die ich nicht kenne. Die ich aber sehr, sehr cool fand. Meta Rose, Alternative Rock aus den 90ern. Soweit ich das in Erinnerung habe, habe ich mal reingehört. Panic On gehört das. Habe ich noch nie was von gehört. War für einen relativ schmalen Taler das Ganze. Mal reingehört, digital mit dem Handy vor Ort, weil in den wenigsten Läden in Paris kann man wirklich mal reinhören. Wahrscheinlich aufgrund von Platzverhältnissen. Aber Top-Sache. Bisschen härter, bisschen alternativer. Cooles Album. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das gefällt, aber das tat es sehr und somit ist es mitgegangen. Genauso wie ein Soundtrack, den ich vorher noch nicht gesehen habe und auch gar nicht kannte, von Vangelis Opera Sauvage. In einem einfach perfekten Zustand. Ich habe auch da gar nicht nach Preisen geguckt. Erstpressung. Wunderbarer Zustand, ist auch jetzt nichts brutal Teures, aber der hat mir immer das Vinyl rausgezogen, hat gesagt, ist das schmutzig, aber ja, perfekt, freue ich mich sehr drauf, die Musik. Ich habe gefragt, ob das so typisch Vangelis ist und er hat gesagt, ja,
Also wenn dir das gefällt und du Soundtrack magst, dann wirst du das sehr, sehr feiern und freue ich mich sehr drauf. Eines der Highlights für mich, natürlich nach diesen, von letzter Woche, nach diesen unschlagbaren Highlights auf der Awardlist. Das sind so Highlights, nach denen man nicht gesucht hat, aber man freut sich. Ich genieße die Musik. Allein das Cover macht mich wieder an. Der Zustand in dem Laden, also das ist, wie gesagt, ich blende es unten ein und verlinke die Läden sowieso, damit ihr seht oder da auch mal stöbern könnt. Aber das ist auf jeden Fall, allein der Typ ist eine Reise wert, sensationell, sensationell. Und dann noch etwas, was ich überhaupt nicht kannte. Ja, aber auch vom Cover, Musik habt nicht reingehört. Er hat es mir empfohlen, wenn ich so ein bisschen rockiger mag, ein bisschen was Älteres. Dieser Typ hier, frag mich nicht, wie der mit Nachnamen komplett ausgesprochen wird. Robert Charlebois. Stimmt, hat er sogar gesagt. Robert Charlebois mit ja, einem typisch 70er-Jahre-Album. Ein bisschen rockiger das Ganze. Ein Kanadier wohl. Kanadier? Ich glaube, in Erinnerung zu halten. Bin mir aber unsicher. Australier, Kanadier, liegt ja fast nebeneinander. Schaut mal. Robert Charlebois auf Gamma. Kam reine Empfehlung. Das Cover hat mir sehr, sehr gefallen. Ist natürlich ein bisschen rockiger. Vielleicht ein bisschen funkiger dabei. Ich werde es erleben. Aber schaut mal, wem das nicht so ein bisschen an Jimi Hendrix erinnert, weiß ich nicht. Aber das war so die letzte Platte, die ich mitgenommen habe aus diesem wunderbaren Kurzurlaub. Und ja. Auch das letzte Video, mehr Teile gibt es nicht. Ihr seht, ich bin wieder aus dem Stuhl zu Hause angekommen. Alles wunderbar. Wahnsinnstrip, nur sehr, sehr viel, sehr, sehr viel weniger Läden besucht, als ich dachte. Ich wollte mich nicht hetzen. Ich habe hier die Liste in der Mint Vive la France. Da gibt es eine Liste mit Plattenläden. Da lohnt sich mal zu schauen. Ansonsten, Leute. Sensationell. Paris hat über 100 Plattenläden. Und wenn man sich wirklich nicht hetzen möchte oder nicht 2 Wochen Zeit hat und in jedem Laden auch mal ein bisschen Zeit verbringt, sich unterhält und das genießt, dann sind 2, 3 Stunden pro Laden einfach weg. Und dann läuft dir die Zeit auch davon. Und ich habe lieber in Ruhe auch für euch gefilmt, für mich gestöbert, da ein Käffchen getrunken, da ein bisschen gequarkt. Einfach eine geile, geile Zeit gehabt, anstelle von 15 Läden zu besuchen, in jedem eine halbe Stunde, Hauptsache so viel wie möglich. War ja für mich. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Die sämtlichen Links stehen ja unten drunter und auch die Videoreihe. Jetzt ist es ja raus. Es sind 3 Teile geworden, knapp 90 Minuten an einem Stück. Wäre cool. Wollte ich euch aber nicht antun, weil am Ende die wenigsten würden das am Stück schauen. Was haltet ihr davon? Was habt ihr davon gehalten? Jetzt ist die Reihe zu Ende. Alle 3 Teile sind nun online und komplett. Und ihr wart eigentlich immer dabei. Auf meiner Reise, auf meiner Record Store Tour, Extravaganza durch Paris. Für mich sensationelle 3 Tage, wunderbare Nächte. Paris, ich liebe dich immer noch. Das ist einfach meine Stadt und die Plattenläden, die Menschen, das Essen, das ganze Flair. Mir hat Paris schon jetzt zum zweiten Mal schwer, schwer angetan. Plattenläden sind cool, Musik ist cool. Ja, das war's. Mein bisher größtes Video oder mein bisher Reihe, 3 hintereinander. Toll, dass ihr dabei wart bis jetzt. Jetzt folgt kein 4. Teil mehr. Aber sagt mir doch noch mal bitte in den Kommentaren, ob ihr vielleicht so ein Special, Paris Special sehen möchtet mit den Platten, die ich gekauft habe, die ich bis dahin auch gehört habe. Es kommt ja jetzt jede Woche ein Video. Also es ist jetzt ein bisschen her, das erste Video. Bis dahin werde ich die meisten gehört haben. Und wenn ihr Lust auf so ein Special habt, dann um euch die Platten noch mal im Einzelnen vorzustellen, die ich nicht kannte und was ich davon jetzt halte, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten quatsche ich wieder viel zu lange. Die Videos sind schon viel zu lange. Ich danke euch wirklich, dass ihr dabei wart. Hat einen Riesenspaß gemacht, euch mitzunehmen. Und Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.